Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Es ist Herbst geworden und deswegen zeige ich euch jetzt meine Lieblingstarte mit Quitten, und zwar meine Quittentarte mit Sahnekaramell. Es ist eine fantastisch leckere Tarte. Ich mache sie seit Jahren jedes Jahr. Wir starten gleich mit der Zubereitung unseres Mürbeteigs. Dafür habe ich hier schon alle Zutaten hingestellt. Und zwar habe ich hier eine Tarteform mit Hebeboden. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Obstbodenform verwenden. Die hat 26 cm Durchmesser. Das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben. Es ist wie immer hier unten in der Infobox verlinkt oder hier auf dem kleinen i. Und ja, lasst uns starten mit diesem wundervollen herbstlichen Rezept. Einfach alle Zutaten für den Mürbeteig in eine Schüssel geben. Das Mehl, den Puderzucker, das Eigelb oder ein ganzes Ei. Der Unterschied ist der, wenn ihr das Eiweiß noch mit hinzugebt, dann wird der Mürbeteig etwas härter im Biss. Und wenn ihr nur ein Eigelb verwendet, bleibt er sehr, sehr mürbe und weich. Ich gebe jetzt ein ganzes hinzu, aber das ist einfach Geschmackssache. Butter in Flöckchen am besten oder in Würfeln und natürlich eine Prise Salz. Den Mürbeteig einfach rasch miteinander verkneten. Das Wichtige ist das Wort rasch. Nicht zu lange kneten, sonst bleibt er nicht so schön mürbe, wie es sein könnte. Also einfach nur bis alle Zutaten miteinander vermischt sind und dann kann man noch mit den Fingern den letzten Schliff geben. Und sobald sich das Ganze so zu einem Klumpen geformt hat, einfach nochmal mit den Händen kurz durchkneten. Und sollte der Teig noch etwas zu klebrig sein, dann einfach noch ein bisschen Mehl hinzufügen, dass er sich gut miteinander vermischen lässt. Meistens reicht dann so eine ganz kleine Gabe noch und alles ist perfekt. Unsere Großmütter haben sowas sowieso alle nach Gefühl gemacht. Wenn der Teig so schön weich und geschmeidig ist, dann können wir ihn auch schon in die Form geben. Die Form sollte gefettet sein. So, den leicht eingemehlten Teig drücke ich mir einfach vorsichtig in die Form von innen so nach außen. Die Finger bemehlt halten, dass da nichts anklebt und die Form gerne etwas drehen und sich so langsam nach außen vorarbeiten. Und dann kann man sich einen Rand hochziehen, einfach ein bisschen hochdrücken und dann hochziehen. Dann natürlich so ein bisschen ausarbeiten hier, so wie ihr es haben wollt. Und darauf achten, dass wir hier am Übergang keine so dicke Stelle haben. Also einfach mit dem Zeigefinger so einmal rumlaufen. Wenn die Form so schön ausgearbeitet ist, dann stechen wir sie noch mit einer Gabel ein und dann kommt sie einfach gerne abgedeckt mit einer Frischhaltefolie in den Tiefkühler gerne. Also halbe Stunde in den Tiefkühler, Stunde in den Kühlschrank. So lange brauchen wir sowieso auch, um die Quitten und die Füllung vorzubereiten. Perfekt vorbereitet, ab in die Kühlung. Für die Füllung benötigen wir ungefähr 3 bis 4 Quitten, je nachdem, was ihr so da habt. Ihr könnt, wie gesagt, auch säuerliche Äpfel nehmen. Und Quitten sind etwas schwierig zu verarbeiten. Die sind sehr hart innen drin, deswegen ein scharfes Messer verwenden. Ich mache es immer so, dass ich mir erst das Kerngehäuse entferne. Da seht ihr, die sind so hart wie Kürbis. Am besten hinlegen zum Schneiden, dass man sich nicht die Finger abhackt. Und ihr seht, die sind wirklich sehr, sehr hart. Das ist nicht so ganz einfach, da braucht man etwas Zeit. Und sobald man sie dann schön geschält hat, kann man sie einfach schön in Schnitze verarbeiten. Wenn wir nachher eine Rosette machen wollen, brauchen wir einige wirklich schöne Schnitze. Das Gehäuse dann rausarbeiten. Und wichtig ist jetzt auch noch, dass wir uns die Schnitze in eine Schüssel geben und sie gleich mit Zitrone beträufeln, weil sie sonst ganz arg schnell braun werden. Einfach so ein bisschen Zitronensaft. Und wirklich die holzigen Stellen, so wie diese hier, großflächig abschneiden. Wunderbar!
Jetzt werden die duftenden Quitten mit dem Karamell vermengt und gedünstet. Dafür gehen wir an den Herd. Für das Sahnekaramell geben wir jetzt 100 Gramm Zucker in einen Topf und lassen den Zucker karamellisieren. Das geht am besten, wenn man erstmal nichts bewegt und ihn einfach von den Rändern her schmelzen lässt und dann erst anfängt zu rühren. Also nicht gleich wie wild rühren. So, es schmilzt an den Seiten. Jetzt kann man anfangen, vorsichtig zu rühren. Und dann gegebenenfalls die Hitze auch schon runterstellen, damit das Karamell nicht zu dunkel wird. Wunderbar. Nicht zu dunkel werden lassen, dass es nicht bitter wird. Und sobald wir ein schönes Karamell haben, das so schön goldenbraun ist, können wir dann auch die Butter hinzugeben. Vorsichtig. Und darin schmelzen lassen. Passt auf eure Hände und auf eure Augen auf. Das ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Man muss wirklich aufpassen. Wunderbar. Unser Butterkaramell ist hergerichtet. Und jetzt kommen die Quitten dazu und dürfen so ein paar Minuten dünsten, bis sie weich sind. So etwa 10 Minuten dauert es. Beim Einlegen natürlich wieder aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Und jetzt einfach wirklich so 10 Minuten köcheln lassen, bis sie weich sind. Die Quitten ab und zu umrühren. Sie werden fantastisch lecker weich und duften schon richtig gut. Gerade noch zu Ende köcheln lassen. Und in der Zeit können wir uns schon den Ofen vorheizen für das Vorbacken des Mürbeteigs auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Wunderschön. Nach 10 Minuten Kochzeit sind die Quitten wunderbar weich geworden und wir können sie mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf einem Teller abkühlen lassen. Vorsicht, Suchtgefahr beim Naschen. Deswegen mache ich immer etwas mehr, weil meine Kinder oder ich, wir naschen gerne so diese gekochten Schnitze. Ich sage absichtlich mit einer Schaumkelle, denn wir benötigen jetzt die Flüssigkeit, die übrig ist, um unsere Füllung dann auch fertigzustellen. Da kommt jetzt noch unsere Sahne wieder rein. Wir kochen uns einmal das Ganze auf und dann rühren wir die Eier ein. Also, gerade noch 100 ml Sahne hinzugießen und einmal nochmal aufkochen, sodass unser wunderschönes Sahnekaramell entsteht. Wer mag, kann die Flüssigkeit vor dem Zugeben der Sahne auch nochmal durch ein Sieb passieren. Ich finde es nicht nötig. Einmal aufkochen und wieder ausstellen. Das reicht schon, dass sich einfach alles miteinander nochmal verbindet. Sobald das ein wenig abgekühlt ist, die Sahne, können wir dann unsere verquirlten Eier, unsere zwei Eier, für die Füllung noch hinzugeben und das Ganze miteinander verrühren. Unsere Flüssigkeit ist etwas abgekühlt. Jetzt werden wir uns diese zwei Eier miteinander verrühren gerade. Und hier zugeben. Das ist dann sozusagen unser Kleber, den wir nachher auf die Quitten geben werden. Das gerade beiseite stellen und wir werden uns um das Backen unseres Mürbeteigs kümmern. So gekühlt sieht der Mürbeteig jetzt aus. Er war bei mir jetzt die Zeit der Vorbereitung für die Quitten und für die Füllung im Tiefkühler. Das ist immer am besten, dann schrumpft er nicht so sehr beim Backen. Wir geben uns jetzt, wenn wir wollen, es muss nicht unbedingt sein, ein Backpapier oben auf. Und wenn ihr habt Backerbsen, dann ist er schön vorbereitet für das Vorbacken und kann sich nicht wölben, bleibt schön in Form. Ich schneide mir das gerne so ein bisschen zurecht. So in etwa. Und jetzt habe ich Kichererbsen und die gebe ich jetzt hier einfach darauf. Und so kann unser Mürbeteig jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze circa 15 Minuten backen. Bitte nicht zu dunkel werden lassen. Das hängt immer so ein bisschen von eurem Ofen ab. Danach werden wir dann unsere Quitten darauf geben, die Füllung und ihn zu Ende backen. To keep holding on through this.
Nach 13 Minuten hole ich meinen vorgebackenen Boden schon mal raus, denn er wird schon dunkel. Und ich stelle die Ofentemperatur runter auf 180 Grad zum Fertigbacken. Und so sieht unser Boden jetzt aus. Wirklich toll. Jetzt hier vorsichtig die Erbsen wieder entfernen und das Backpapier. Und ja, wunderbar sieht er aus. Bisschen feucht ist er noch in der Mitte, aber ich denke, das wird okay sein. Und jetzt haben wir ja unsere abgekühlten Quitten und dann nehmen wir uns einfach die schönste, die längste für die Mitte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt so eine Rose formen hier in der Mitte. Und ich finde, das sieht dann immer wunderschön aus. Deswegen mache ich mir die Mühe, die restlichen herumdrapieren und das so lange machen, bis eine Rose entsteht. Und immer so ein bisschen versetzt anlegen, die Blütenblätter der Rose. Anfangs fallen die dann gerne noch um. Sobald man mehr drauf hat, geht es dann einfacher. Die restlichen einfach gerade wie Blätter hineinlegen. Die Rose noch so ein bisschen auseinanderziehen und die Lücken füllen. Und was nicht mehr reinpassen sollte, einfach vernaschen. Schmeckt sehr, sehr lecker, auch so einfach ohne alles. So, ich habe jetzt wirklich alle meine 4 Quitten verbraucht. Jetzt kommt unser Sahnekaramell darüber. Einfach noch schön hier rüber gießen, überall reingießen, sodass die Quitten schön zusammenhalten. Und ihr werdet sehen, das schmeckt fantastisch lecker. Und es ist so, dass die Quitten so ein bisschen ihre Farbe wechseln. Die werden so etwas orange beim Backen. Das ist ganz normal. So, und so darf nun unsere wunderbare Tarte mit Sahne-Karamell nochmals in den Ofen. Ungefähr 30 bis 35 Minuten fertig backen. Das hängt von eurem Ofen ab und von der Temperatur. 180 Grad würde ich vorschlagen. Zweite Schiene von unten. Dann kann man sie rausnehmen, wenn alles sich schön oben gefestigt hat. Ab in den Ofen. So, perfekt. Und so wunderschön sieht unsere Tarte nach 35 Minuten bei mir Backzeit aus. Und wir lassen sie natürlich ein bisschen abkühlen, aber man kann sie auch schon lauwarm gerne auch noch mit einem Klacks Sahne probieren. Ich habe ja jetzt hier eine Form mit einem Hebeboden. Deswegen stelle ich mir vorsichtig die Form jetzt auf ein Sieb, umgekehrtes Sieb. Und dann ganz, ganz vorsichtig kann ich hier den Rand runternehmen. Ihr könnt da auch ein Töpfchen drunter stellen, also einfach etwas, was kleiner ist als die Form, sodass der Rand gut runtergeht. Sonst weiß man immer nicht, wie kriege ich das denn jetzt ab. Und so kann das jetzt ganz gut abkühlen, hier noch eine Runde, und dann können wir probieren. Ich gebe jetzt noch einen Hauch Puderzucker darüber. Sahne ist für mich genug drin, aber ihr könnt gerne noch Sahne dazu schlagen. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Einfach einen ganz zarten Hauch. So. Da sie noch warm ist, schmilzt das natürlich jetzt leicht weg. Aber so ist es wunderschön. Und wir schneiden uns schon ein Stückchen raus. Ich kann ja nicht erwarten. Ist noch ganz zart. Da kommt unsere fantastische Quittentarte. Sie dampft sogar noch. Ein absoluter Traum, ich sage es euch. Ich mache sie jedes Jahr. Ich probiere die Tarte jetzt noch lauwarm. Dann ist sie nämlich am besten. Einen Kaffee dazu natürlich. Und wenn ihr wollt, einen Klacks Sahne. Ein Traum. Fruchtig und süß, säuerlich, einfach fantastisch. Traumhaft lecker, absolute Nachbackempfehlung.
das war die fantastische Quittentarte mit Sahnekaramell. Ein fantastisches Rezept. Unbedingt ausprobieren im Herbst. Gerne auch mit säuerlichen Äpfeln, dann natürlich nicht so lange dünsten. Das Rezept findet ihr hier unten in der Infobox. Alle wichtigen Links findet ihr dort ebenso. Mein Facebook, mein Instagram. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Backen. Schickt mir eure Fotos, wenn ihr was nachgebacken habt. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!